Mein Vater starb auf tragische Weise, als ich noch sehr jung war. Er hat einen schlechten Eindruck bei mir hinterlassen. Ich erinnere mich, dass er viel trank und sehr jähzornig war. Er stritt sich lautstark mit meiner Mutter, und diese Auseinandersetzungen waren bedrohlich und gaben mir ein sehr unangenehmes Gefühl. Ich erinnere mich auch an irrationales Verhalten, das er in seinem betrunkenen Zustand an den Tag legte, wie z.B. das Zerbrechen von Gegenständen im Haus. Meine Mutter ertrug so viel Schmerz, aber sie blieb ihrer Familie immer treu. Nach dem Tod meines Vaters arbeitete meine Mutter sehr hart, um mir ein besseres Leben zu ermöglichen. Dabei hat sie viele Entbehrungen auf sich genommen. Sie lehrte mich oft, stark zu sein, an mich selbst zu glauben und zu versuchen, vorwärts zu kommen, egal wie schwer das Leben war. Als ich meinen Universitätsabschluss machte, waren meine Mutter und ich sehr glücklich. Die Liebe meiner Mutter war meine Motivation, weiterzumachen. Nachdem ich geheiratet hatte, wollte ich sie unbedingt in unser Haus holen und mit ihr zusammenleben, weil ich mich gut um sie kümmern wollte. Sie zog es jedoch vor, in ihrem früheren Haus zu leben, wahrscheinlich fühlte sie sich dort wohler. Dieses Erlebnis ereignete sich am ersten Weihnachtstag 2011, als wir die Kinder mit zu meiner Mutter nahmen. Ich erinnere mich gut daran, dass der Winter sehr kalt war. Nach einem schönen Abendessen kehrten mein Mann und ich nach Hause zurück. Kurz darauf spürte ich, dass mir das Atmen sehr schwer fiel, als würde ein Stein auf meine Brust drücken. Das Gefühl wurde immer stärker und stärker. Ich sagte meinem Mann, er solle den Notdienst rufen, was ich mehrmals wiederholte. Mit der Zeit begann mein Bewusstsein zu schwinden, und es ging alles so schnell. Ich sagte zu meinem Mann, Baby, wann kommen Sie denn? Er antwortete, die Ärzte sind auf dem Weg, Schatz. Er hielt meine Hand und tröstete mich weiter. Plötzlich sah ich eine dunkle Gestalt am Fenster erscheinen. Sie sah aus wie eine dicke schwarze Rauchwolke ohne erkennbare Form. Sie verströmte eine unheimliche Atmosphäre. Sie schien mich die ganze Zeit über zu beobachten. Ihre Anwesenheit machte mir große Angst. Ich wusste nicht, was sie wollte, vielleicht wollte sie meine Seele oder sie hatte ein anderes Ziel. An diesem Punkt begann ich mir Sorgen zu machen, könnte dies mein verstorbener Vater sein? Dieser Gedanke machte mich noch nervöser und ängstlicher, denn ich wusste nicht, warum er hier war. Nach einer Weile kamen die Sanitäter in unsere Wohnung. Sie begannen, meinen Zustand zu untersuchen. Ich war sehr nervös und mein Blutdruck und meine Herzfrequenz waren sehr niedrig. Die Sanitäter fragten mich, ob ich aufstehen könne, und ich versuchte aufzustehen, aber meine Beine waren nicht stark genug, um mich zu tragen. Sie erkannten, dass die Situation sehr ernst war, brachten schnell eine Trage und trugen mich aus dem Wohnhaus zum Krankenwagen. Angst und Verzweiflung mischten sich und ich sagte laut, nein, ich sterbe. Ich ergriff den Arm eines der Sanitäter. Ich schrie immer wieder, helft mir. Ich sterbe. Plötzlich begann alles um mich herum zu verschwimmen. Ich begann mich zu fragen, ob ich wirklich tot war. In diesem Augenblick löste sich meine Seele von meinem Körper. Ein furchterregender Dämon erschien neben mir und begann, mich zu verfolgen. Dieser Dämon gab ein beängstigendes Zischen von sich. Er sagte mir, dass ich meinen Mann und meine Mutter nie wieder sehen würde. Durch die Anwesenheit des Dämons fühlte ich mich extrem ängstlich und allein. Ich bemühte mich, diesem Monster zu entkommen,
aber es schien mich ständig zu beobachten und jeden meiner Gedanken und Handlungen zu kennen. Die Kreatur schwebte um mich herum und bedrohte mich ständig. Plötzlich spürte ich einen stechenden Schmerz. Es war der schlimmste Schmerz, den ich je gespürt hatte. Plötzlich hörte ich eine Stimme, die mir sehr vertraut war. Die Stimme schien mich zurück in die Realität zu führen. Doch dann wurde plötzlich alles wieder schwarz. Ich hatte das Gefühl, in einem dunklen Raum ohne Grenzen zu schweben. Ich konnte nichts sehen und meinen Körper nicht spüren. Ich begann zu schreien. Aber zu meiner Überraschung war meine Stimme so leise, dass nur ich mich selbst zu hören schien. Ich schrie weiter, und meine Stimme hallte in der Dunkelheit wieder. Ich hatte nur einen Wunsch, zu meiner Familie zurückzukehren. Ich wollte nicht sterben, ich wollte nicht für immer an diesem Ort festsitzen. Ich rief immer wieder laut: Bitte helft mir! Bitte helft mir! Ich sehnte mich danach, gerettet zu werden und in diese warme und reale Welt zurückzukehren. Plötzlich hatte ich ein Gefühl der Erleichterung. Dann begann ich nach unten zu fallen, wobei mein Körper von unsichtbaren Kräften gezogen wurde. Die Geschwindigkeit des Abstiegs ließ mich in Panik geraten. Ich erinnerte mich daran, dass meine Mutter mir einmal gesagt hatte, dass man nicht in die Hölle kommt, wenn man Buße tut. In diesem Moment fühlte ich mich, als würde ich in den Abgrund der Hölle fallen. Schreie erfüllten meine Umgebung, während ich immer weiter fiel, unfähig, dieser mächtigen Kraft zu widerstehen. Ich erinnere mich auch, dass meine Mutter mir sagte, dass man nicht in die Hölle kommt, wenn man Gott um Vergebung bittet. Also begann ich zu beten, ich betete zu Gott: Bitte vergib mir meine Sünden, ich betete zu dir: Lass mich nicht in die Hölle kommen. Meine Stimme hallte in der Dunkelheit wieder. In diesem Moment war der Glaube die einzige Kraft, die mich retten konnte. Schließlich hörte ich auf zu fallen und landete auf einem heißen Felsbrocken. Es war, als würden meine Füße brennen, und ich konnte das Feuer um mich herum deutlich riechen. Ich konnte nichts mehr sehen, und die Dunkelheit umhüllte mich immer noch. Plötzlich ertönte eine Stimme aus der Dunkelheit: Mein Kind, deine Zeit ist noch nicht gekommen. Du musst hochklettern und von hier verschwinden. Ich kämpfte mich an den Wänden hoch, die sehr steil waren. Von unten schrien mir Leute zu, sie sagten mir, ich könne nichts tun, sie zweifelten daran, ob ich mich retten könne. Ich kletterte beharrlich weiter und glaubte: Wenn ich nicht aufgebe, könnte ich diese Schwierigkeiten überwinden und der Dunkelheit entkommen. Als ich kurz davor war, den Gipfel zu erreichen, sah ich eine Hand, die sich nach mir ausstreckte. Ich sah die Gestalt eines Mannes, aber ich konnte sein Gesicht nicht genau erkennen. Um ihn herum strahlte ein gleißendes Licht. Ich glaubte, dass es Jesus war. In diesem Moment wurde seine Gegenwart so wundersam und real. Früher hatte ich an der Existenz Gottes gezweifelt, aber jetzt war Gott überall um mich herum. Ich war zuversichtlich, dass alles besser werden würde, denn es gab eine Kraft an meiner Seite, die mich zum Licht führte. Jesus sagte zu mir: Mein Sohn, du musst zurückkehren, deine Familie wartet auf dich. Er fuhr fort: Bevor ich dich zurückschicke, muss ich dir etwas zeigen. Er half mir, etwas, das in der Vergangenheit geschehen war, Revue passieren zu lassen. Ich sah die nächste Szene: Auf dem Heimweg von der Schule stritt ich mich mit einer Klassenkameradin. Dann fragte mich Jesus: Was hast du aus diesem Vorfall gelernt? Wenn du die Möglichkeit hättest, in der Zeit zurückzugehen, was würdest du ändern? In diesem Moment empfand ich großes Bedauern,
weil mir klar wurde, wie töricht ich mich verhalten hatte. Ich antwortete, dass ich, wenn ich die Möglichkeit hätte, die Zeit zurückzudrehen, versuchen würde, meine Entscheidung zu ändern und nicht Gewalt als Lösung für meine Probleme wählen würde. Als nächstes sah ich mein 10-jähriges Ich. Ich holte eine Menge Schokolade aus dem Schrank, eine süße Leckerei, die für ein Kind immer verlockend ist. Dann ging ich auf den Hof und aß all diese Schokolade. Ich warf die Schokoladenverpackungen auf den Hof in der Hoffnung, dass niemand bemerken würde, dass ich die Schokolade gestohlen hatte. Ich sah viele andere ähnliche Szenen. Jede Szene war ein Teil meines Lebens und jede lehrte mich etwas Neues. Ich muss daran arbeiten, viele Dinge in meinem Leben zu korrigieren. Plötzlich hörte alles auf und ich erschien in der Mitte eines hellen, weißen Raumes. Dort sah ich meine Großmutter. Obwohl sie schon vor ein paar Jahren gestorben war, sah sie so schön aus. Sie sah jung aus und ihre Erscheinung strahlte Wärme und Weisheit aus. Ihre Haut war sehr glatt und ohne die kleinste Falte. Sie trug ein weißes Kleid und sah aus wie ein Engel. Sie sagte zu mir, deine Zeit ist noch nicht um. Wir sind noch nicht so weit, dass du hier sein kannst. Dein Mann und deine Mutter warten auf dich und du musst zurückkehren. Mein Herz wurde schwer, weil ich nicht wusste, wie ich zurückgehen sollte. Ich fühlte mich hilflos und verwirrt. Meine Großmutter deutete mit dem Finger auf den Weg zu meiner Rechten. Also ging ich auf diesen Weg zu. Großmutters Blick war voller Ermutigung, als wolle sie mir sagen, dass dieser Weg mich zurück zur Erde und zu meiner Familie bringen würde. Ein warmes Leuchten umgab mich, und alles begann klar zu werden. Mein Bewusstsein verband sich allmählich mit meinem Körper und ich begann, meine Umgebung und meinen eigenen Atem zu spüren. Ich war wieder in meinem Körper und der Moment war voller Wunder. Es war mir klar, dass ich in Sicherheit war. In diesem Moment spürte ich, wie glücklich ich war. Ich verbrachte einen Monat im Krankenhaus, eine lange und schwierige Zeit. Es ist ein medizinisch unerklärliches Wunder, dass sich meine Nieren in dieser Zeit vollständig selbst geheilt haben. Jahrelang hatte ich unter Blutarmut gelitten, aber jetzt sind meine Hämoglobinwerte wieder ganz normal. Ich bin überzeugt, dass es Jesus war, der mich gerettet hat, und dass ich in diesem entscheidenden Moment meinen Mut und meine Entschlossenheit bewiesen habe. Diese Erfahrung hat mich die Zerbrechlichkeit und Kostbarkeit des Lebens gelehrt und mir ein tieferes Verständnis des Glaubens vermittelt.